Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together GTA Online. Steve ist mit mir wieder am Start. Geflum! Und wir müssen einen Drogendeal platzen lassen und dafür habe ich uns jetzt in den Stealth-Modus versetzt und das Dach hochgefahren. Von hinten ist die Karre irgendwie so ein bisschen James Bond. Ist geil, ne? Ich finde die Karre geil. Also ich kann nur British Accent. Ja, also so ein English White, das hätten wir jetzt schon getaugt. So, warum zum Teufel höre ich jetzt schon wieder keine Mucke hier? Na scheiße. So, hau rein hier. Die GEMA wird mich sowas von zerlegen, ich sehe es jetzt schon. Aber GTA wie ohne Musik, das ist, ja, habe ich ja gestern schon gesagt. Ja. Das ist Kack, yes. Kack, yes, yes, yes. Kack, yes, yes, yes. Oh. Pum. Ah. Hallo, ich bin dein Beifahrer, fahr mal ein bisschen vorsichtiger. Ach komm, Alter, wie das eingedellt. Ja, voll nice. Ja, so eine gute Beschleunigung hat die Kiste leider nicht, aber in der Endgeschwindigkeit ist er ganz ordentlich. Also es ist jetzt nichts zum Heizen, aber es ist, ich rolle mit Stil ein. Wah! Ja, der Bus rollt auch gleich hin, ja. Ob wir da ein Ticket brauchen? Alter. Er lebt noch, alles gut. Ja, ich schere etwas aus beim Abbiegen. Du musst hinten auch so ein Schild dranhängen. Achtung, schwenkt da was. Das ist aber nicht suizid-like, da einfach reinfahren, oder? Nee. Okay. Ja, wobei, da ist doch so ein gelbes Ding. Ich glaube, wir müssen da sogar. Begib dich zum Drogendeal, ja. Kann schon sein. Okay, jetzt heißt es still das Koks. Okay. Ich würde mal sagen. Alter, du siehst so heiß aus. Danke. Warum habe ich jetzt wieder die normale Pistole? Was soll denn der? Wow, Alter! Ich wechsle ja nur entspannt die Waffe, weißt du? Bam, Headshot, Baby! Oh Scheiße, ich bin gleich tot. Okay, ich könnte mein Sturmgewehr gebrauchen. Einer ist. Oh, jetzt verreck du, Kuschmusch. Kuschmusch. Alter, jetzt bleib mal hier in Deckung, Junge. Mal. Zeig mir deinen Kopf, danke. Schüttel deinen Speck. Rücke langsam vor. I cover your ass. Lade nach. Let's do this shit! Da. Bläh. So, habe das groß. Okay, dann würde ich sagen, Knarre wegstecken und ich kralle mir dieses sehr männliche Auto hier. Ja, ich hoffe erstmal mal rum. Musst du hinten einsteigen? Kann man überhaupt hinten einsteigen? Oh. Das ist der. Au! Alter, ich bin gleich nicht abgegangen, ey. Jetzt keinen Abgang, Junge. Ja genau, weißt du, ich zieh raus und was macht mein Typ? Erstmal seine Knarre an deinen Kopf halten. Ja, das ist klar, natürlich läuft. Eine ganz gute Idee, immer schön den Fahrer. Lass mal mit der Kamera ein bisschen weg von der Kiste. Also ich finde, das haben wir sehr souverän gelöst. Finde ich auch. Ja gut, das kann man jetzt nochmal üben. Wir haben die gleiche Farbe wie die Pylonen. Achtung! Gut, dass wir nicht mehr verfolgt werden. Ja. Geil, wir passen genau unter der Schranke durch, schau mal. Nice. Das Einschussloch hinten. Ja, nee, ist. Ich könnte mit der Leuchtpistole aus dem Auto schießen. Ups. Boah, Alter, hey, da wären wir mit dem Fahrrad noch schneller. Ohne schnell zu radeln, ne? Wie das aussieht. Wie langsam er den Arm bewegt, wie so ein Krüppel, ey. Scheiß mich an. So, jetzt hier erstmal da, das braucht keiner. Slow down. Ach ja. Yeah.
Haben wir gut hingekriegt, würde ich mal sagen. Ja, ich sehe aus wie ein Schweizer Käse, aber funktioniert. Das ist aus wie Drogenjunk. Naja, dafür bin ich die Männlichkeit in Person, ne? Ja, das stimmt schon. Bestanden! So, und jetzt lass mal hier wieder Kohle rüberwachsen. Echt mal. Ich bin fast pleite. 8420. Ja, bam! Rang 9. Fast Rang 11. So, und jetzt komm. Jetzt hier, mach, gib uns jetzt eine ordentliche Jobauswahl. So. Versuchen wir unser Glück. Nee, natürlich nicht. Dann mach mal die nächste Mission. Ich habe eh noch eine in petto, soweit ich weiß. Na klar. Mal rein damit. Hau rein, die Scheiße. So. Einladung Capture. Nee, danke. So, mein Auto steht wieder in dem Schild da drüben. Wetten wir was? Sekundäre Crew-Fahrzeuglackierung. Wie nice. Nee, diesmal steht's nicht im Schild. Bist du ein? Ach, da drüben. Wo ist eigentlich dein Auto? Ach ja, das hab ich ja geschrottet. Ja. Ja, gut, dann spring rein, Kumpel. Okay, rein, nicht drauf. So, ich melde mich bald bei dir. Gute Arbeit. Was drückt? Benutze X, um dich zu ducken, während du im Fahrzeug sitzt. Aha, okay. Was bringt das? Ich gehe das. X. Lol. Ja. Vor allem während der Fahrt, weißt du? Ja. Warte mal. So. Nochmal shoppen gehen, oder wie? Und ich will den anderen Laden da drüben nochmal überfallen, bei mir ist noch kein Haken dran. Ja, ich will nochmal shoppen gehen, ich will meine Männlichkeit noch etwas steigern. So, ja gut, dann kann ich auch nochmal schauen hier. So. Oh ja, Mann. Okay, das nehme ich. Dunkles Polohemd. Blau. Frostweiß. Ah, da drüben sind die Hosen. So. Okay, also du... Oh ja, Mann. So, Stube. Oh, einige neue Hosen freigeschalten. Das finde ich so nice, einfach nur. Ich hoffe, dass man mit späteren Leveln auch noch richtig geile Anzüge bekommt. Ich trage doch so gern Anzüge, kennst mich doch. Ah, ja. Zu Recht aber auch. Sieht sexy aus. So. Wo haben wir noch was? Elegante Schuhe. Kapuze oder so? Das sind ja elegant, die sehen scheiße aus. Ah. Kopfkette. Okay, ja, so. Ja, okay. Ah, da. Hüte. So. Eine Oxfords, aha. Ja, eine Wintermütze. Das ist genau mein Ding. Cobra-Slipper. Oh, wenn es den in Pink geben würde. Stange. Jetzt schauen wir mal schnell. Leinenschuhe. Ganz weiß. Es reicht nicht, sie weiß zu machen. Sie sind ganz weiß. Marineblau, Himmelblau, Grün, Orange, Gelb, zweifarbig. Die Karierten sehen auch nice aus.
So, ja, ich bin wieder fit. So. Boah, Alter, jetzt bin ich ja fast gezwungen, mein anderes Outfit da wieder anzuziehen. Das ist so geil, ey. Hallo. Okay, ah, Gerald hat wieder eine Missy für uns. Komm, machen wir die gleich. So. Ja, mein Zylinder ist so groß, den kann ich im Auto nicht tragen. Ja, warte mal kurz, ich fahre extra das Dach für dich zurück, ja. Ah, ne, warte, geht gerade nicht, weil ich die Mission lade. So, wieder auf schwer, würde ich sagen, oder? Ah, das sind noch keine Boosies. Ja. So. Leichte Panzerung kaufen, Einstellungen bestätigen. So, Spielersuche. Ja, ich würde mal sagen, du, mein Freund, bist natürlich wieder am Start. Am Start? So. Komm rein, du geile Socke. Ja, Mann. Bin genau passend gekleidet. Das ist so der Hammer einfach nur. Hatte ich jetzt eigentlich gar nicht vor, aber ich habe dieses Sakko gesehen und dann dachte ich mir, ach, weißt du, scheiß doch mal. Der Hut, das ist so episch. Ja, die Hose vor allen Dingen. Ha. So, da extra für dich, Steve, komm. So, mal gucken. Ach, zieht er den Hut im Auto aus, oder was? Ja, im Auto zieht er wahrscheinlich aus. Jetzt zieht er wahrscheinlich nicht an, wegen dem Wind. Ja, er fliegt davon. Mann, ist so geil. Nee. So, wieder total professionell und so. Erst nett, dass du gleich überfahren kannst. Alter, jetzt kommst du. Oh, oh. Okay, das lief nicht so wie geplant. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz warten. Oh, Headshot! Nice. Oh, einer steht da noch. Ah, ja, ne? Ja, komm, steck noch mal deinen Kopf raus. Bein lebt immer noch. Jetzt. Die, you bitch! Okay, das war vielleicht etwas überzogen. Kann man die auch irgendwie zünden? Ach ne, es ist eine Annäherung. Ist eine Scheiße. So. So, Headshot. Lol. What the fuck? Fehlgeschlagen? Wieso ist die Karre jetzt explodiert? Vielleicht wegen meiner Annäherungsmine. What the fuck? Okay. Ja. Ja, gut, das probieren wir nochmal, würde ich sagen. Falls wir das können. Wiederholung, da. Ja. Erstmal die Luft sprengen. Hammer. GTA Online. So, ich kaufe uns wieder leichte Panzerung, bestätigen, du trittst gerade eh bei. Der Zylinder ist so der Hammer einfach nur. Ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich auch nicht, ich hab das zufällig entdeckt. Aber es ist echt Premium. So, na gut, jetzt sind wir eh direkt gegenüber. So, weißt du was, jetzt schieße ich mal. Jetzt wollen wir mal folgendes, jetzt schieße ich da mal mit der Flare Gun reinkommen. Jetzt machen wir uns mal einen Spaß. Ich erschieße den. Kann man jemanden überhaupt mit dieser Flare Gun töten, sag mal? Was ist denn für ein Spaß da? In your Klöten. Lol. Okay. Kann man Eis mal weggesnackt, man, what the fuck?
Hast du das weggesnackt? Ich bin so weit hinten. Na ja, gut. Wenn sie es können, dann können sie es halt. Du nicht mehr. Zack, stirb. Stirb. So. Ich auch nicht mehr. Headshot. Hast du mich in Deckung genommen? So. Alter, wie es ihn weggelassen hat. So. Ich hab dich gesehen, Kumpel, komm. Ach, du hast ihn schon gesnackt? Ja. Kann sein, das ist klar, ja. Ah. There's the dope. Ah, Rang erhöht, Hustler. Cheval Fugitiv. Schauen wir erstmal, dass wir hier wieder rauskommen. Echt? Erstmal nur über alles drüber fahren. So. Werden wir verfolgt? Bis jetzt noch nicht. Zumindest nicht von hinten. Sorry. Was ist das da für ein Typ? Okay. Ich liebe es, Verkehrsschilder umzufahren. Befreiendes Gefühl, ne? Ja, das ist der Hammer. Die haben mir so viel, die haben mir in meinem Leben schon so viel Schlechtes getan. Ja. Ich laufe dir auch erstmal eiskalt nach, weißt du? Ja. Jawohl! The Cocaine! Ich will gar nicht wissen, wie viel Koks der Typ jetzt schon in seiner Bude dank uns hat. Echt mal. Cool. Wie er noch geschaut hat. So, oh, ich werde jetzt gern vernaschen. So, Japan-Punkte. Alter, dem seine Mission bringen immer weniger Geld anstatt mehr, hey. So, und jetzt gib uns eine ordentliche Mission. Komm schon, GTA Online. Verarsch mich nicht jetzt. Los. Ja, jetzt bringt er nur noch Missionen. Oder rennen. Ja, Fahrrad. Ja, ne? Warum können wir nicht mehr aktualisieren? Echt mal. Voll krass asozial. Ich gucke jetzt gleich nochmal auf der Karte, vielleicht. Ja, schau mal, ob du was geht hier um Raubüberfall schnell beitreten. Ja, ich kann ja nicht mal einen Raubüberfall machen, ich habe ja noch nicht mal ein Luxus-Apartment. So. Ich meine, ich könnte mir eins kaufen, ja, gut, aber. So, brav wie wir sind, liebe Freunde, nach einem Job gehen wir natürlich zur Maze Bank und machen da eine Einzahlung auf unser Konto. So. Und man sieht, wenn man sich nicht gegenseitig erschießt, dann kann man hier richtig dicke Plus machen. Ja, ne? So. Ja. Neue Waffen, MP. Ja, nice one. Und wie sieht's aus? Moment. Ja. Hallo. So. Schauen wir mal schnell hier. Das ist da der Game of Who the fuck are you? So. Ja, Modus spielen, Aktivität spielen, Capture spielen. Kontaktmission. Ja, das wird doch ja nicht sein. Ja, vor allem bei sie ja erstmal. Schau ich mal, was dieser Gegnermodus ist. Was macht sie? Sie macht dann auf Mute! Jeder mitlesen kann. So was macht man noch. So, schauen wir mal. Da sein Senf zu. Was zum Teufel! Such jetzt verdammt nochmal diesen Scheißjob, ey. Ja. Meine Fresse, Junge. Liebe Grüße von Matt. Ja, Grüße. Ah, okay, das ist mein Beste. So, sorry. Alter, mute dich beim nächsten Mal. Es geht gerade nicht so schnell mit dem Standmikro. Ja, dann zieh doch einfach den Stecker. Das geht auch nicht so schnell. So, haben wir was rausgefunden? Ich glaube, das, was wir da haben, heißt Gegnermodus. Kann das sein? Das kann sein. Keine Ahnung. Hast du mir jetzt irgendwie eine Einladung geschickt oder so? Nee. Da steht gerade, Lobby wird gefüllt bei mir. Wie mein Typ da drin rumspackt in dem Auto.
Wie die Affen. Ah. Jesus. Er hat immer wieder eine normale menschliche Position ein, ne? Die darf wie so ein Hund. Wow. Mit dem Hinterrad nochmal voll über die Rübe. Das ist wie noch ganz kurz so eine Blutspur mitgezogen. Ja, klar, du lässt sich doch rentieren. Du meinst es wirklich, jedes Schild mitzunehmen. Ja, klar, kommt man gar nicht drauf. So. Schranken lasse ich stehen. Ja, das. Schranken. Oh, hier könnte ich eine Garage kaufen. Ach, ich habe ja eh nur die eine Kiste gerade. Ja, vier Stück gleich auf der Karte, ne? Ja, ja. Fuck off, you bitch. Ah! Ich bin in der Sitzung drin. Sehr schön. So, jetzt schauen wir mal. Was ist denn jetzt dieser Gegnermodus? Das ist, glaube ich, das mit dem... Das ist auch voll geil, weißt du, verschwindest aus der Karre, lenkt erstmal ein, du fährst. Kam also dein Auto. Da habe ich aber nicht, da bin ich nicht beigetreten. Hey. Nee, sorry. Ich bin nicht, ich bin doch da überhaupt nicht. Ich bin doch da überhaupt nicht. Ich habe gesagt, Gegnermodus nicht, ja. Mann, fuck, wie heißt dieser Modus? Ich hab's gestern, habe ich's noch gewusst. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Ich kann's ehrlich sagen. Ja, geil. Vielleicht kann ich ja auch mal einen auf den Kontakten. Da stand gerade der Tipp, dass man die Kontakte auf seinem Handy mal anfunken sollte. So, jetzt warte mal. So, jetzt bin ich auf einem anderen Server wie du, das ist ja herrlich. Dein Profil ansehen. Aktivität Capture, LTS, das Last Team Standing haben wir ja. Kontaktmission, Deathmatch, Rennen, Gegnermodus. So. Such mir einen Gegnermodus, Cortana. Währenddessen cruise ich mit meiner coolen Kiste hier durch die Gegend. Du kannst ja auch mal parallel versuchen, ob du was findest. Ich fahre dabei ein bisschen aufs Land raus. Soll ich dir jetzt nachschauen, oder? Nee. Alter, wie mein Dach funkelt, ey. Weil die Sonne so drauf knallt, wie ein richtiges Cabrio-Dach. Hammer. Ich sparkle! Ja, ich muss sagen, es ist eigentlich ganz angenehm, dass mein Auto nicht ganz so schnell ist. Deswegen ist es leider nicht besser zu kontrollieren. Aha. Okay. Huch, hoppala. Alter, ich meine Sportkisten gehen aber auch ab, ey. Das ganze Flügel ranhängen. Ja. Das ist teilweise schon echt überzogen, ne? Denn da jetzt. Achso, indem man hier reinfällt. Okay. Oder auch nicht. Gut, dann weiß ich. Dann fahr ich hier halt wieder raus. Ah, nein, verdammt, jetzt habe ich aus Versehen GTA Online verlassen. Fuck. So, ja, ja, gut, aber wir sind mit dem Part eh leider schon wieder am Ende. Liebe Freunde, es hat uns wieder gefreut. Und hoffentlich finden wir beim nächsten Mal endlich so eine scheiß Fuckhaus-Mission. Und hoffen, dass wir euch dann wieder begrüßen dürfen, wenn es wieder heißt Let's Play. Grand Theft Auto Online. Oh ja. Yeah. Und ich bin gerade super im Solo-Modus gelandet. Bis dahin. Ciao, Leute. Au revoir.